Schaut das nicht geil aus? Ich freue mich jedes Mal wieder, wenn ich dieses Moped sehe. Heute machen wir mal was ganz was anderes. Und zwar haben wir heute einen Prototypen von einem verbesserten Lüfterrad für alle gebläsegekühlten V-Motore passend. Was unglaublich gute Neuigkeiten sind, weil wie ihr vielleicht wisst, habe ich schon das eine oder andere 70 Kubikzentimeter Airsal-Projekt gemacht oder Athena AJH 70er Projekt, was mit der Thermik nicht ganz so hingehaut hat. Und das Problem können wir jetzt potenziell lösen. Und zwar werden wir heute testen, ob das funktioniert oder nicht. Unser Versuchskaninchen, also das Opfer unseres Projektes, ist meine schöne Puch MS50, Baujahr 1957, eins von den ersten Modellen mit einem Viergang Monza Motor mit der längeren Übersetzung mit dem verstärkten Kupplungskorb, einer reduzierten 12 zu 36 Übersetzung. Ja, reduziert, hier war nämlich vorher 1436 drauf, aber für diesen Test habe ich mir gedacht, wir fahren die Höchstgeschwindigkeit ein bisschen runter. Kraft produzieren tut hier ein 70 Kubikzentimeter AJH, der extra für die Gebläsekühlung abgedreht worden ist, ein PHBG 21 mm Delorto Vergaser und ein selbstgeschweißter Homoed P6 Auspuff. Und es ist eine unglaublich tolle Kombination. Ich eier mit dem Moped jetzt schon die letzten Wochen durch die Gegend und es ist wirklich, wirklich lustig zum Fahren und auch ein absoluter Blickfänger. Ich meine, schaut euch das an. Wer würde denken, dass das 100 fährt? Es hat Halbnabenbremsen, es hat zwei Nullerreifen. Jedenfalls hat mir vor einigen Wochen ein netter Typ auf Facebook geschrieben und hat gesagt, er arbeitet gerade an einem 3D gedruckten Lüfterrad-Prototyp. Das ist jetzt die letzte Version, das hat schon viele Design-Stages durchlaufen und es hat sich jedes Mal verbessert. Es hat im Prinzip das gleiche Layout außen wie ein normales Lüfterrad, nur innen hat es eine Squirrel Cage Fan, was auf jeden Fall die Luft in die richtige Richtung leitet, dass sie sich an diesem Gehäuse hier im bisschen besser in die Lüfterhaube reinziehen kann. Wir werden uns heute nicht nur anschauen, wie sich die Thermik verändert, sondern wir werden uns die Thermik auch bei verschiedenen Geschwindigkeiten anschauen. Und zwar messen wir bei 30, 50 und 70 km/h bei konstanter Geschwindigkeit, wie sich die Thermik entwickelt. Sowohl mit dem Alu-Lüfterrad, mit dem originalen, als auch mit dem Plastiklüfterrad. Und dann vergleichen wir die Thermik miteinander. Zu diesen einzelnen Geschwindigkeiten, in denen wir die Tests jetzt durchführen werden, die 30 und 50 km/h werden wir im dritten Gang durchführen und die 70 km/h werden wir im vierten Gang durchführen. Das ist einfach drehzahltechnisch so. Ich hätte gerne ungefähr den gleichen Drehzahlbereich, aber die 70 km/h werden dann deutlich mehr Last auf dem gleichen Drehzahlbereich sein und da sehen wir dann halt auch, wo die Thermik sich hinbewegt. Darüber hinaus vergleichen wir die Lautstärke, das Gewicht und noch ein paar andere Parameter, wie zum Beispiel Einbaufreundlichkeit. Der Versuchsaufbau ist hier relativ einfach. Ich habe hier ein wunderbares Berner Multimeter, das 313er Multimeter, was von Haus aus mit einer Thermosonde kommt, also einer PTC-Thermomessung. Und was ich im Prinzip gemacht habe, ist, ich habe ein schönes Loch in eine Kühlerfinne von unserem 70er AJH hineingebohrt, ein Gewinde hineingeschnitten und diese Thermosonde direkt in den Luftstrom zum Zylinder hin reingesetzt, damit wir eine zuverlässige Messung haben. Wir messen natürlich die Thermik nur an einem Punkt des Zylinders, nicht an der Lauffläche, nicht am Kopf. Das ist nur ein Referenzwert, wie sich halt eben der Unterschied verhält. Wo wir das jetzt messen, vor dem Zylinder, hinter dem Zylinder, ist eigentlich egal. Es geht nur um die Temperaturdifferenz. Und weil mir nie jemand glaubt, dass meine Tachos funktionieren, habe ich heute sogar mein Handy als GPS-Geschwindigkeitsanzeige da unten dazu gehängt, dass ihr mit der GoPro hier sowohl ein thermisches Signal, also eine Temperatur habt, als auch eine Geschwindigkeit. Wir werden jetzt allerdings nicht mit dem Alurad anfangen, sondern mit dem Plastikrad. Wieso? Ich möchte den Motor ehrlich gesagt schonen. Der Motor ist jetzt zwar schon einige Kilometer gefahren, aber dieses Vollgasfahren ist immer noch nicht so in ganz trockenen Tüchern, vor allem nicht mit dem Alu-Lüfterrad und deswegen werden wir ihn zuerst ein bisschen schonen und mit dem besseren, glaube ich jetzt mal, Lüfterrad anfangen. Höchstgeschwindigkeit werden wir heute übrigens nicht anpeilen. Warum nicht? Selbst 70 km/h sind für einen gebläsegekühlten Motor schon eher untypisch. Ich möchte hier einen realistischen Versuch machen. Natürlich wäre es lustig, mit dem Ding jetzt einen 100er zu fahren und ihm langsam dabei zuzuschauen, wie er überhitzt und den dritten Satz Simmerringe frisst, aber das ist sinnlos. Wir wollen heute einfach schauen, wie sich zum Beispiel euer Moped mit einem 60er Standard Parts oder einem 60er Aluzylinder verhält und deswegen bin ich der Meinung, dass 30, 50 und 70 km/h ein realistischer Referenzwert dafür sind. Wir fangen an mit dem 3D gedruckten Lüfterrad, wenn wir unsere Daten gesammelt haben, montieren wir wieder das alte drauf und vergleichen unsere thermischen Werte.
Was wir jetzt im Prinzip machen, wir nehmen in geregelten Zeitabständen immer wieder einen Durchschnittswert aus der Messung raus. Am Ende rechnen wir uns den Gesamtdurchschnitt aus und haben unsere Geschwindigkeit und unsere dazu passende Temperatur. An dieser Stelle muss ich auch dazu sagen, dass das Moped nicht nur schon steinalt ist, sondern ich auch keine Robotergashand habe. Das heißt, die Geschwindigkeit schwankt immer plus minus ein paar km/h. Ich habe aber geschaut, dass die Werte möglichst zueinander passen, habe mir dort die Durchschnitte rausgenommen und dann für die Endeffektrechnung genommen. Hier kann man jetzt schön beobachten, ein Phänomen, das ich im 70er Airsal Video erklärt habe. Der größere Vergaser hilft der internen Kühlung ungemein und wir sehen, dass das gut funktioniert, dass bereits bei 70 km/h, was nicht Höchstgeschwindigkeit ist, sich hier ordentlich das Kondenswasser auf dem Ansaugstutzen bildet, das uns zeigt, dass die interne Kühlung gut funktioniert. Jetzt, wo wir unsere erste Messung hingelegt haben, wird es Zeit, dass wir wieder unser Alurad einbauen, unser originales Puchlüfterrad. Und wir schauen uns gleich anhand von diesem umgebauten Viergang-Monsa-Motor an, was man vielleicht alles beachten muss, wenn man, umrüsten möchte. Wenn ich jetzt hier den Schutz runternehme, gleich ein Wort der Warnung, wenn ihr diesen Schutz nicht drauf habt, wird dieses verstärkte Gebläserad hundertprozentig eure Hose oder eure Schnürsenkel fressen und sich in Staub auflösen. Also dieses Gitter ist irrsinnig wichtig und darf auf keinen Fall weggelassen werden und ich würde euch auch nicht empfehlen, mit überlangen Schnürsenkeln oder flatterigen Hosen zu fahren. Und hier hinten ist eine kleine, aber feine Beilagscheibe drinnen und bei manchen von diesen 3D gedruckten Modellen ist es halt eben notwendig, dass man eine Beilagscheibe unterlegt, weil sonst hier einfach diese Finnen bei der Abdeckung anstehen. Das ist halt eben noch Fertigungstoleranz, das wird sich wahrscheinlich verbessern. Normal, wenn ihr ein Pedalfahrzeug habt, müsst ihr halt den Konus vom Pedal rausschlagen und nicht den Fußschalterhebel demontieren. Jetzt können wir uns hier unsere Abdeckung anschauen. Die ist mit drei Schrauben festgemacht, nämlich einmal hier rechts oben, einmal hier rechts unten und dann einmal von hinten auf der anderen Seite. Gebläsehaube müssen wir meistens nicht einmal runternehmen, je nachdem wie lange das schon drauf ist und wie verspannt das ist. Wie ihr seht, ich habe das hier mit Dichtmasse abgedichtet, damit einfach die Luft nicht raus kann. Jetzt brauchen wir 14er Nuss und eine Ratsche, damit wir das Pullrad blockieren können. Und jetzt machen wir unsere Schlitzschrauben auf. Und hier sehen wir jetzt auch schon ein paar Plastikspäne herumhängen. Für die von euch, die gut aufgepasst haben, sehen sicher schon, dass hier eins von den Rädern davon geflogen ist, eins von diesen Schaufeln. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwo angestanden ist oder ob es einfach wegen der Drehzahl war. Ich bin nämlich, was ich im Video nicht zeigen werde, aus Spaß noch kurz einmal Vollgas damit gefahren. Und es stellt sich heraus, der Fehler ist da bei mir gelegen. Mir ist dann nämlich gesagt worden, man muss Beilagscheiben verwenden, die ein bisschen größer sind als der Schraubenkopf, um dieses Lüfterrad am Pullrad zu befestigen. Was bei mir nämlich passiert ist, dadurch, dass ich keine Beilagscheibe verwendet habe, hat sich das Plastik an der Stelle zu stark gestaucht. Es hat einen kleinen Riss gegeben und deswegen ist mir diese eine Lüfterschaufel davon geflogen. Wer weiß, jedenfalls, das ist nicht von regulärer Abnutzung passiert, sondern das ist, weil ich es mal wieder in irgendeiner Form übertrieben habe. Eh klar. Ich muss das jetzt leider komplett unprofessionell am Hinterrad anlehnen, aber ich habe keine andere Möglichkeit und ich werde es möglichst steil machen, damit das Gewicht nicht abweicht. Und das sind 202,8 Gramm, also wir können sagen 200 Gramm und unser 3D gedrucktes Lüfterrad 115 Gramm. Und ihr seht auch, von diesen 150 Gramm vom Plastikrad ist viel auch in der Mitte. Bei unserem Alurad ist das ganze Gewicht außen, was natürlich auch für die Motorträgheit absolut nicht gut ist. Also gewichtstechnisch und elastizitätstechnisch vom Motor her sind wir mit dem 3D gedruckten Rad auf jeden Fall besser.
Und somit können wir jetzt auch testen, wie unsere thermischen Werte mit dem originalen Lüftungssystem von Puch sind. Diese kurzen Ausschnitte, die ihr hier seht, sind auch nicht ansatzweise nur 1% von dem, was ich für die Tests gefahren bin. Ich bin einen ganzen Tag bei selber Temperatur jeweils für die einzelnen Geschwindigkeiten 30 Minuten gefahren und habe Werte gesammelt. Das Videomaterial und die Testwerte kommen übrigens aus dem Hochsommer von 2019 am Ende der Sommerferienzeit. Das heißt, ihr könnt davon ausgehen, dass euer Moped auch nicht wirklich über diese Temperaturen kommen wird, wenn ihr damit zumindest nicht in heißere Klimazonen fahrt als Österreich, Deutschland oder die Schweiz. Ehrlich zu sein, hatte ich ein bisschen Schiss, den 70 km/h-Test mit dem originalen Alu-Lüfterrad durchzuführen. Bevor ich das 3D-Lüfterrad nämlich bekommen habe, hat dieser Motor pausenlos Probleme mit Überhitzungen gemacht. Einmal wäre er sogar fast stecken geblieben, aber rechtzeitig noch die Kupplung gezogen und Schlimmeres verhindert. Das heißt, ihr könnt euch jetzt vorstellen, wie ich da zähneknirschend eine halbe Stunde lang durch die Gegend fahre mit 70 km/h und hoffe, dass mir nicht irgendein Pleuel um die Ohren fliegt oder ähnliches. So, dieses Video nimmt langsam Ausmaße an wie kein anderes, aber ich habe die Durchschnittswerte jetzt zusammengefasst und ausgewertet. Ihr seht hier, die obere Reihe ist links das originale Lüfterrad aus Aluminium und rechts das 3D-Drucklüfterrad. Auf der vertikalen Reihe haben wir unsere 30, 50 und 70 km/h Schnittgeschwindigkeit. Wie gesagt, das sind alles nur Durchschnittswerte. Warum ich hier diese unglaublich komplizierte Excel-Tabelle erkläre, hat folgenden Grund. Wir haben die 30 km/h Messung gemacht. Hier war zu erwarten, dass ein Unterschied da ist, aber in diesem Bereich ist unser Fahrzeug nicht wirklich unter Last. Ich habe mir aber gedacht, damit wir ein bisschen Kontrast zu 50 und 70 haben, machen wir 30 km/h auch. Und hier haben wir 8 Grad Unterschied. Und ich werde jetzt zuerst mit den 70 km/h anfangen. Da haben wir mit dem Originallüfterrad 101 Grad und mit dem 3D-Drucklüfterrad 92 Grad und einen Temperaturunterschied von 9 Grad Celsius. Diese 10 Grad sind in meinem Fall der Unterschied, was das Moped vom Sterben abhält. Es ist noch nicht perfekt abgestimmt, es ist noch nicht in seiner letzten Form, aber es reicht, um die MS-50 bei Vollgas fahrbar zu machen. Was das Interessante ist, und deswegen erkläre ich das auch, ist die Chart in der Mitte mit 50 km/h. 24 Grad Temperaturunterschied bei 50 km/h und das ist der Bereich, in dem sich die meisten Käufer dieses Lüfterrades aufhalten werden. In dem Drehzahl- und Lastbereich seid ihr nämlich mit eurem 60er Alu-Gebläsezylinder, Stecktuning, das was die meisten Leute halt eben auf ihren V-Modellen fahren und deswegen ist das für uns auch so interessant. Die Leute, die es so weit bringen, dass sie so wie ich einen AJH hier drauf zimmern, die finden eine Lösung, dass sie das irgendwie kühlen und das 3D-Lüfterrad hilft ihnen und sie brauchen es auch dafür, aber es ist nicht die eigentliche Aufgabe. Nicht so sehr wie für die Leute mit den Alu-Gebläsezylindern. Und deswegen würde ich sagen, diese kleine Tabelle sagt uns, dass das 3D-Lüfterrad genau im richtigen Bereich das macht, was wir brauchen. Jedenfalls über das komplette Drehzahlband, über den kompletten Leistungsbereich von diesem Motor hat es eine
wirklich deutliche Verbesserung gegeben. Alles in allem werde ich jetzt diese originale Lüftung natürlich wieder rausschmeißen und dieses schöne 3D-gedruckte Rad einbauen, weil es diesen Motor deutlich besser am Leben halten wird. Vor allem für Tuning, sei es jetzt 60 Kubik oder für irgendwas Verrücktes wie das da, ist es ein toller Kauf. Also das wäre jetzt so lustig gewesen, aber wie man da vielleicht sehen kann, das ist das 3D gedruckte Lüfterrad. Es hat sogar das Gewind ausgerissen von der unteren Halterung, von der Abdeckung. Ah, das war, weil es vorher schon einen Riss gehabt hat. Ich glaube, das hat jetzt nur endgültig zerfetzt. Ja, schau, da ist gar nichts mehr davon übrig. Da vorne, Alter! Geschossen, ja, die ganze Kammer da vorne zwischen Zylinder und Lüfterhaube ist voll. Ups. Da fahren wir ohne Haube nach Hause. Eines, was man ihm zugute halten muss, ist dadurch, dass das Material so spröde ist, kann es den Motor nicht beschädigen, wenn es sich zerlegt. Also hier ist jetzt gar nichts kaputt gegangen. Es ist ja zwar ein ganzer Haufen Dreck vorne drinnen gewesen, aber der Motor ist vollkommen in Ordnung. Die Version, mit der wir jetzt unseren kleinen Unfall hatten sozusagen, war halt das Kinderschuhprojekt. Wir haben relativ früh mit diesem Projekt angefangen, Anfang 2019, und es ist seitdem eine Menge Zeit vergangen. Und woran erkennt man ein gutes Projekt? Dass es laufend weiterentwickelt wird. Und hier haben wir jetzt die neueste Version mit den neuesten Veränderungen. Das Problem, was wir zum Beispiel damit hatten, ist, dass uns hier eine von den inneren Schaufelrädern davon geflogen ist. Das ist so gelöst worden, dass unsere Schaufeln jetzt fast doppelt so dick sind wie vorher. Das heißt, sie können sich wesentlich besser stützen. Und das hintere Ende von der Schaufel, das hier, hat einen größeren Winkel und somit kann sich hier hinten auch die Schaufel wesentlich besser abstützen. Der Abstand zu den Schraublöchern ist ein bisschen größer und generell ist das ganze Ding ein bisschen robuster gedruckt. Natürlich dadurch, dass wir die Schaufel hier hinten jetzt tiefer gemacht haben, ist sie nicht nur stabiler geworden, sondern wir haben auch viel mehr Luftdurchsatz als vorher, weil die Luft hier in der Mitte schon weiter abgefangen wird und keinen Weg mehr hat, außer dass sie nach außen hier in das Lüftergehäuse reingehen kann. Sehr gute Verbesserung, das ist eins der Sachen, die mir am besten gefallen hat. Es gibt tatsächlich mittlerweile auch eine Version für Ducati-Zündungen. Warum würde man jetzt für eine Ducati-Zündung ein Lüfterrad für Puch bauen? Der MC-Club hat zum Beispiel vor vielen Jahren mal ein Projekt gepostet, das mittlerweile eigentlich ziemlich bekannt und auch beliebt ist, dass man vor allem MC-Motoren auf kontaktlose Ducati-Zündungen umbauen kann. Da gibt es eine sehr detaillierte Anleitung dafür, findet ihr im Internet ganz problemlos. Aber auch für diese Ducati-Zündungen gibt es eins von diesen 3D-gedruckten Lüfterrädern. Ich muss euch sagen, ich bin am Ende dieses Projekts jetzt wirklich begeistert. Ich habe viel Zeit mit diesem Lüfterrad verbracht. Ihr seht, ich habe das Video jetzt fast über die Länge von einem Jahr produziert. Und ich hatte am Anfang wirklich meine Bedenken, dass das halten wird. Aber ich glaube nicht, dass dieses Lüfterrad in viel kniffligere Situationen kommen wird, als das, was ich damit gemacht habe. Es gibt ein paar Dinge, auf die man aufpassen muss, die ich im Video auch erklärt habe, wie zum Beispiel das Ausbessern von der Gebläseabdeckung, schauen, dass es nirgendwo ansteht, das mit den Beilagscheiben, aber wenn man es richtig macht, ist es wirklich ein tolles Produkt. Das ist aber lange noch nicht das Ende von dieser Geschichte. Das wird uns auch in der Gebläsekühlung 2.0 begleiten. Da wird jetzt bald ein neuer Teil dazu rauskommen, wo wir die MS50 auf R-Gebläsehaube umbauen. Das heißt, wir haben dann zwei Sicherheitspolster. Erstens einmal unser stärkeres Lüfterrad und die voluminösere, bessere R-Haube für die Kühlung. Ich hoffe immer, der kleine Test hat euch gefallen. Falls euch noch irgendwelche Ideen zu diesem Lüfterrad hier einfallen, schreibt es gerne in die Kommentare. Ihr werdet auch unten die Kontaktdaten oder einen Link von demjenigen finden, der das verkauft und produziert. Dort könnt ihr euch gerne melden, falls ihr an sowas Interesse haben solltet. Und ich wünsche euch immer viel Spaß beim Selberbasteln und bis zum nächsten Mal.